Walter und Balthasar. Es führt uns der Stern zur Krippe hin. Wir grüßen dich, Jesus, mit frommem Sinn. Wir bringen dir unsere Gaben dar. Weihrauch, Myrrhe und Gold fürwahr. Bei allem, was wir tun, tagtäglich, viele Menschen kommen hierher tagtäglich und wollen Freude haben und sich amüsieren. Und da, denke ich, brauchen wir Gottes Segen, damit es möglichst auch alles gut und unfallfrei und wirklich zur Freude aller Beteiligten hier vonstatten gehen kann. Und deshalb ist uns der Segen sehr wichtig. Das Motto der diesjährigen Aktion der Sternsinger ist: Klopft an Türen, pocht auf Rechte. Es geht darum, auf Kinderrechte und darauf genau, dass die eben nicht überall auf der Welt eingehalten werden, aufmerksam zu machen. Ich denke, die Sternsinger sind deswegen eine sehr erfolgreiche Aktion, weil die Kinder direkt ihren persönlichen Ertrag, ihr Sammelergebnis direkt auch sehen können. Das motiviert, das macht Spaß. Nebenbei natürlich auch zu ganz vielen Menschen, auch an die Haustüren zu kommen, in die Häuser und dort auch zu merken, wir tun was Gutes, das freut die Menschen. Das sind zwei Dinge, die sehr dazu beitragen, dass das eine erfolgreiche Aktion ist. Sternsinger, der geht halt von Haus zu Haus. Er kündet halt Gottes Segen. Und das macht eigentlich richtig Spaß. Ja, also wir sind mal reingegangen und dann haben wir halt viel Weihrauch und dann ist Rauchmelder losgegangen. Wenn wir reingelassen werden, singen wir ein Lied und dann sagen wir ein Gedicht auf. Und dann sagen wir, wofür wir sammeln. Dass man halt den armen Kindern das Geld geben kann, dass die sich was kaufen können oder sich was zum Essen kaufen können.